Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich hier so das Wohngebiet neben dem Stadionpark errichtet. Sieht man hier lauter Wohnungen, außer hier ein kleines Gebiet für Gewerbe und einen Taxistand. U-Bahn und Buslinie ist auch eingefügt worden. Und ja, ich denke, das funktioniert so ganz gut. Das öffentliche Leben ist ja gut verbunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ja, man findet alles, was man braucht, Wohngebiet und kleines Gewerbegebiet. Was will man mehr? So, hier brauche ich auf jeden Fall noch für die Gesundheit. Hier haben wir zwar ein Krematorium, aber reicht nicht ganz aus. Wir haben hier noch einen Friedhof. Jo, da freuen sich alle. Und was brauchen wir noch? Halt, falsch. Vielleicht Botanischer Garten. Hey, da würde hier schön reinpassen. Ist ja cool. Wie groß ist denn der? Ja, der würde so von der Größe würde da hier sehr, sehr gut reinpassen. Genau, seinen Umfangsradius, oder wie man es nennt, Einzugsgebiet. Das reicht genau für das Viertel. Wunderbar. So, jetzt müssen wir das noch irgendwie so eingrenzen, das Ganze. Halt das gehört zum Stadionpark. Oder? Mir so ein bisschen abgrenzen. Aber nee. Nee, nee, das machen wir anders. Das gehört alles zum Stadionpark. Genau. Bis hier, bis zu der Autobahnzufahrt. Hier oben, das gehört auch noch zum Stadionpark. Ja, dann praktisch, wenn das Tool der Straße folgt. Ja, okay. Ist ganz praktisch. Hier so ein bisschen. Ah, das schaut. Ja, egal. Lass mal so. auf der Seite. Können wir hier das so machen und hier so bis zum Wasser, bis zum Fluss und quasi die Autobahn ist hier das Grenzgebiet. Oh, okay, das wollte ich nicht. Aber das könnte man ja. Ups. Könnte man ja so machen. Machen wir das so bis hierher. Und das machen wir so. In etwa. Muss hier die Linie mal ein bisschen schön nachzeichnen. Ja, das passt schon. Hier unten, das gefällt mir das nicht so. Wenn dann schon gerade. Ja, okay. Oh, ja, okay, so lassen wir es. Wir sollen nicht arg so viel Zeit verschwinden. Hier, ja, das passt schon so. Wunderbar. Oh, hier, das gefällt mir nicht so. Obwohl, das geht sogar. Ah, okay, dachte ich fast. Ach komm, Forscher. Na, egal, lass mal so. Hier ein paar Gebiete haben noch keinen Strom. Das liegt daran, dass der Strom noch nicht so weit verbreitet ist oder die Stromleitungen noch nicht den Weg hierher gefunden haben. So, wunderbar, sehr schön. Wie heißt das Viertel? Stadionpark und Pinienhöhen. Ah, okay, Pinienhöhen. Alles klar. Okay, wie schaut's aus? Müllabfuhr. Wow, nicht gut. Da könnte man ja vielleicht hier einen Recyclingpark hinbauen, der so ein bisschen abgegrenzt ist, der ist nicht unbedingt im Gebiet drin. Mit zwei Stück, oder? Ja, muss reichen.
Hier nochmal eine Straße. Halt. Jawohl, so lassen wir es. Hier kommt ein kleines Industrie? Nee. Bürogebiet? Aber ein kleines Bürogebiet rein. Nein, auch nicht, sondern eher Gewerbe. Da sind wir wahrscheinlich weniger begeistert. Obwohl, machen wir das Ganze zum Gewerbegebiet. Fertig. Nicht auch so kompliziert machen. Hier könnte man theoretisch noch eine Verbindungsstraße darüber machen. Tada! Ja, sind jetzt einige nicht so begeistert. Aber egal. Das ist meine Stadt. Mein Schatz. hier oben halt die Buslinie. Die könnte man hier so durchziehen. Wunderbar. Oder der Bus hält hier so eine Kurve an. Geht das? Ja, das geht. Ja, jetzt passiert endlich auch was. Jetzt haben alle Strom, oder? Alle haben Strom. Sehr schön. Wasser ist auch überall verfügbar. Natürlich. Polizei und Feuerwehr. Halt. Feuerwehr. Polizei. Hier unten irgendwie nicht so. Der brennt anscheinend gerne. So, jetzt aber nicht mehr. Kleine Feuerwache reicht hier völlig aus. Jetzt hast du irgendwo Feuerprobleme in der Stadt. Oh, hier? Warum denn? Die Feuerwehr ist direkt hier. Warum? Haben die hier ein Problem? Ah, schon klar, weil hier die Straße in diese Richtung, die Einbahnstraße ist. Und hier das Gebäude hat ein Problem, weil die Feuerwehr einfach nicht hierher kommt. Die müsste theoretisch über die Autobahn hier entlang fahren. Setzen wir hier nochmal eine kleine Feuerwache rein. Ob das reicht, ist die Frage. Ich denke schon, oder? Ja, die Farbe ändert sich so allgemein. Und hier unten brennt es gleich einmal. Gleich erster Einsatz. Aber hier unten am Hafen geht es auch richtig zu. Aber hier mein Konzept mit den Straßen, die über die andere Straßen gehen. Das funktioniert ganz gut. Ja, lassen wir das mal gut sein. Gehen wir wieder hier nach oben. Halt, wo sind wir denn? Da sind wir. Die Franklin Residence. Okay. Hier stehen auch wieder kleine Gewerbe oder größere Gewerbegebiete. Sehr schön. Ich könnte ja auch, dass ein bisschen gemütlicher wird. Vielleicht hier so einen Fußweg bauen, der wo hier so einmal so durchgeht durch das Gebiet. Hat jetzt angeschlossener Weg? Ich denke schon, oder? Hat jetzt ja angeschlossen oder nicht? Ja, wird schon irgendwie gehen. Hier könnte man theoretisch. Nee, das geht nicht. Das geht allgemein nicht. Nee, lassen wir das. Hier könnte ich theoretisch noch einen Weg rüber machen. Von hier nach da irgendwie. Nee, auch nicht, weil hier die. Hier ist die Autobahn zu niedrig, deswegen. Dann von hier nach da irgendwie so. So, genau, fällt zwar wieder ein kleines Fleckchen Wohngebiet weg, aber das passt schon so, das können wir lassen. Das nehme ich gerne in Kauf. Hier habe ich auch noch mal Fußweg eingezogen in der letzten Folge, wo hier so rüber geht.
Aber so im Allgemeinen, denke ich, passt das ganz gut. Hier so noch. Ja, unter der Eisenbahn. Sehr schön. Gehen wir hier so rüber. So. Kann man auch hier mal ein paar Meter zu Fuß gehen. Und man muss nicht immer einen Bus nehmen, das Auto oder einen Zug. Man kann ja direkt mal hier ein paar Meter rüber gehen. Ist glaube ich nicht so schlimm. Hier haben wir ein kleines Kriminalitätsproblem. Hier das Verkehrsaufkommen auf der großen Straße ist nicht so extrem, dass ich die ausbauen müsste. Aber das passt schon so. Hier, das muss ich noch umbauen. Das gefällt mir nicht ganz, denn die Fahrzeuge müssen dauernd hier so rumfahren. Das ist irgendwie doof. Aber anders, und zwar... So, besser. hier war ein Büro- und Gewerbegebiet. Genau. Machen wir hier. Hier kommen kleine Büros noch rein. Ja, okay, klein. Und hier ist Gewerbegebiet. Spiel kann weiterlaufen. Hier war eine Buslinie, wenn mich nicht täusche, oder? Genau, Bus hält dann hier an, fährt hier rüber und hält dann hier oben. Das passt ganz gut, das können wir so lassen. Sehr schön. Hier der Fußweg. Den könnte ich jetzt theoretisch ein bisschen anders erbauen, dass er schöner anschließt. Ha, voila, sehr schön. Okay, sehr schön. Vielleicht hier noch ein Fußweg, geht das so? Jawohl. Ha, gefällt mir. Ah, hier ist auch erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Straße. Warum denn? Muss ich vielleicht hier die Straße upgraden? Haben wir hier eine Ampel? Nee, haben wir nicht. So können sich die Fahrzeuge gleich entscheiden, auf welche Fahrspur sie fahren. Ha, sehr schön. Ja, okay, die müssen jetzt alle hier rüber, natürlich. Ah, super. Ja, die fahren hier rüber, hier rüber. Oder macht das hier zur Einbahnstraße? Das könnte ich natürlich auch machen. Genau, der Bus fährt eh schon. So. Okay, der Bus aber nicht. Warum geht das jetzt wieder nicht? Man kann die weiße Linie jetzt nicht auswählen. Machen wir es so, oder? Warum ist es hier wieder? Ah, komm. So, jetzt passt es aber. Da gibt es nichts mehr zu meckern. Oder sollen wir die vielleicht da ersetzen? Die daher? Ja, so viele Bushaltestellen auf einer Stelle. Ups, direkt hier an. Ein Recycling Center ist eine Bushaltestelle. Ne, kommt glaube ich nicht so gut an. Setzen wir weiter rüber. Wo ist jetzt? Unter der Autobahn. Ja, okay. Das passt schon. Kann man lassen. Oh, hier ist alles rot. Knallrot. Kleiner Park. Ja, genau. Jetzt können wir den kleinen Park mal hier einbauen. Oh, wenn er Platz hätte. Bauen wir hier ein. Da freuen sich alle. Oder fast alle. Paradoxplatz könnte man
hier einbauen. Jetzt müsste die Stimmung rasant nach oben gehen. Also ich hoffe zumindest. Jawohl. Ja, hier, das Gebäude will noch nicht ganz so mitziehen. Hm. Kann man nichts machen. Geht immer ein paar Außenseite. Jetzt haben wir gleich genügend Parks gebaut und Wege. Oh. Uiuiui, was ist denn hier los? Langer Stau. Warum denn? Wo wollen die alle hin? Hm. Ja, das muss ich nochmal umbauen hier. Das gefällt mir auch nicht ganz. Die wollen wahrscheinlich alle darüber. Ich muss eine direkte Verbindung hinbauen. Irgendwas am Parkour hier, egal. Mach hier ein bisschen Platz und zwar. Wie machen wir das? Oder ich baue hier eine Einbahnstraße. Das wäre gleich noch besser. Quasi das Ganze ist Einbahnstraße. So, und jetzt geht es hier noch ein Stückchen gerade. Ungefähr so. Dann gehen wir jetzt hier in den Untergrund. Und schließt dann hier an, oder? Geht das nicht? Hä? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Was war das? Warum? Ich wollte gar nicht. Ich will bloß anschließen. Ha, geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt können die Fahrzeuge direkt von der Autobahn über diese Straße hier rüberfahren und kommen dann hier in dieses große Gebiet. Wir müssen nicht extra hier rumfahren. Vorausgesetzt, sie finden den richtigen Weg. aber ich könnte ja auch noch hier die Straße. Nee, geht natürlich nicht. Ich will kurz anhalten. Halt mal gerade. 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 Ja, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Oh Gott. Aber oh, ganz anders. Ja, das ist ein Durcheinander. Machen wir so. Dann bescheuert eigentlich, aber. So. Nochmal neu. Hier, das haben wir weg, das haben wir, das haben wir weg. Das heißt, kommt hier. Bürogebiet rein. Hier ist auch Bürogebiet. Das Gewerbegebiet. So, jetzt aber. Ich muss die Buslinie neu planen. So, wo ist denn der Bus? Nein, Bus, da ist er. Ich glaube, der hat den richtigen Weg schon gefunden. Jawohl, das passt so. Hier die gelbe Linie, die fährt. Ah, okay, das passt schon. Ah, die meisten Fahrzeuge biegen jetzt hier rechts ab. Also ich hoffe es zumindest. Hm. Ja, eigentlich ein bisschen blöd. Eigentlich ein bisschen blöd, aber egal. Obwohl, ich könnte ja noch zusätzlich. Ich mache den Untergrund, hier kommt die Straße raus. Ich könnte ja theoretisch hier nochmal irgendwie. Hm.
Ja, okay, das geht jetzt nicht. Schade. Ich baue zwar ungern einen Untergrund, weil ich will lieber den Verkehr sehen, der wo auf der Straße passiert. Nein. Ah, warum passiert das immer? Ich will gar nicht an die Oberfläche, ich will Untergrund bleiben. So. Zuerst aber. Naja. Ob das so funktioniert, ist halt die Frage. Kleines unterirdisches Straßennetz. Hier ist ein Tunnel, da ist ein Tunnel, da ist ein größerer Tunnel mit zwei Ausfahrten. Aber hier, der Stau, der ist auf einmal wieder weg. Sehr schön. So gefällt mir das. Ich wollte auch noch hier... Wo war's denn? Ich hatte hier so einen Park gehabt. Okay, kleinen Park. Uah. Klein. Wo war der Park jetzt? War der hier? Waren wir dahin. Fertig. Da freuen sich wieder alle. Hey, Park. Biegen jetzt alle hier rechts ab, oder? Ich hoffe es zumindest. Oder ich baue gleich hier. Ah, hier ist die Feuerwehrstation. Okay, bisschen schwierig. Aber ich könnte auch von hier nochmal da eine Verbindung hinbauen. Ah, okay. Warum nicht? Ja, okay, das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Einmal so. Und so. Ah, nein! Ich will gar nicht in die Oberfläche. Ah, das gibt's doch nicht, oder? Was ist denn da los? Bin ich jetzt blöd, oder? Langsam wird's komisch. Ich bin am Untergrund. Ich will gar nicht an der Oberfläche. Und hier die Straße ist auch nicht an der Oberfläche. So, jetzt funktioniert es hoffentlich. So, also mit die Straße nochmal upgraden. Jetzt sehe ich bloß nicht, in welche Richtung die geupgradet ist. In welche Richtung fahren hier die Fahrzeuge oder würden die Fahrzeuge fahren? Wenn ich hier reinsehen könnte. Oder muss ich andersrum machen? Nee, hat schon gestimmt. Hat schon gestimmt. Wir können die Fahrzeuge direkt von der Autobahn hier irgendwie dran fahren und dann sich in alle Richtungen verteilen. Ja. Das Teil bräuchte ich bloß auf dieser Seite auch noch. Dass es dann auch einen Sinn machen würde. Aber es geht hier schlecht. Hey, egal, dann lassen wir das so. Der Verkehr hat sich eh wieder hier beruhigt. Also hier ist eh nicht so viel los. Und nicht mehr so viel los, sagen wir so. Ja gut, ja genau, ich könnte noch eins machen. Und zwar grün. Grün sollte schon sein. So ein bisschen alles bunt anmalen. Hey, Bäume. Und bis daher Bäume, 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 Bäume. Überall Bäume. Ah, ich liebe Bäume. Alles grün, alles grün. Jawohl, sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut, bis dann, ciao.